Wir haben noch einen Preisträger. Auch der zweite Text, den ich loben darf, stammt aus der Feder eines Zugereisten. Oliver Driessen wurde in Düsseldorf geboren, lebt jetzt in Hamburg. Protagonisten seiner Erzählung, das Licht ist übrigens fast unmöglich hier, wenn man es ablesen möchte, Protagonisten seiner Erzählung Borowiaks Suppe sind Anton Borowiak, ein Herner Taubenvater, und Hisham, ein von ihm betreuter 17-jähriger Flüchtling aus dem Irak, der in der zweiten Mannschaft des Fünftligisten Westfalia Herne Fußball spielt und eines Tages aufgeregt berichtet, dass er wegen der unter den Stammspielern grassierenden Grippe beim Pokalspiel gegen den berühmten Nachbarn Schalke 04 für die erste Mannschaft auflaufen soll. Was Borowiak zunächst nicht glauben möchte, macht schnell im Internet die Runde, und nun interessieren sich sogar überregionale Medien für den polnischen Opa und seinen irakischen Flüchtlingsjungen. Der allerdings kommt am nächsten Tag deprimiert nach Hause, weil ihm der Trainer eröffnet hat, eigentlich sei er als Stürmer zu klein und solle deshalb nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Es sei denn, er fliege beim Kopfball wie ein Engel. Borowiak versucht ihn zu trösten mit einer echten polnischen Fliegersuppe. Heimlich opfert er dafür seine Lieblingstaube. Nummer 9, wie hieß Hans Rückennummer? Sie hat viele Pokale eingeflogen, ist aber inzwischen 17 Jahre alt. Wie hieß Ham? Ein Taubenkreis also. Beim Essen ist der Junge misstrauisch. Schwein? Huhn? Lässt sich aber mit dem Hinweis auf polnische Flugenten beruhigen. Ins Stadion geht Borowiak nicht. Lieber sitzt er im Dachgeschoss bei seinen Tauben neben der leeren Maschendrahtbox von Nummer 9. Das Transistorradio hat er leise gestellt. Den Spielverlauf kann er durch das geöffnete Fenster an den Geräuschen verfolgen, die vom nahen Stadion herüberwehen. Nachdem Schalke bis kurz vor Schluss 1:0 geführt hatte, gelingt Hisham in der 88. Minute tatsächlich per Kopfball der Ausgleich. Das Tor wird allerdings wegen einer Schiedsrichterfehlentscheidung nicht gegeben. Driessens Geschichte enthält alle Zutaten für ein Ruhrgebietsklischee. Dass sie den Lesern das erspart, ist dem zurückhaltenden Erzählduktus, knappen, präzisen Dialogen und einem geschickt angelegten Spannungsbogen geschuldet, mit denen der Autor solche Klippen elegant umschifft. So gelingt ihm ein Text, der gänzlich unangestrengt über kommende Topoi, Fußball, Taubenzucht mit aktuellen Problemen, Migration zur wunderschönen Miniatur zusammenfügt. Passt sogar in die ganz aktuelle Diskussion, von der ich heute gehört habe, dass die Taubenzucht zum Kulturerbe gemacht werden soll. Die Tierschützer sind allerdings dagegen, aber gegen Suppe haben sie wahrscheinlich nichts. Auch die Figurenzeichnung passt, durchaus typisiert, aber nie überzogen und bis in die Details stimmig. Texte über Borowiak Suppe sind in der gegenwärtigen Literatur rar. Eine veritable Kurzgeschichte mit Hand und Fuß und einer Pointe. Dass Oliver Driessen nicht von hier weg ist, habe ich bereits erwähnt. Er hat ein paar Jahre im Ruhrgebiet gelebt und für die Ruhrkohle AG die Buchreihe Unter uns, die Faszination des Steinkohlebergbaus in Deutschland, redaktionell betreut. Außerdem hat er Sachbücher über zwei Stahlunternehmer geschrieben und eine Geschichte des Hamburger Hafens, zufällig im gleichen Verlag erschienen wie Ingrid Kaltenegger's Roman. 2016 veröffentlichte er im Selbstverlag den satirischen Roman Wattenstadt, der in Wattenscheid und auf einer Nordseehalle spielt. Derzeit sucht er einen Verlag für seinen zweiten Roman, Schalttagskind, den kenne ich noch nicht, irgendwas mit Titanic kommt drin vor. Anwesende Verlegerinnen und Verleger dürfen gerne mit dem Autor Kontakt aufnehmen. Der hat sich nach einer Karriere als Sachbuchautor und Wirtschaftsjournalist jetzt aufs Feld der Belletristik gewagt. Dass dort ein ziemliches Gedränge herrscht, musste er bereits feststellen. Aber nicht nur seine heute ausgezeichnete Kurzgeschichte ist ein vielversprechender Anfang. Auch ihm gratuliere ich nochmal und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg.